So, es ist Zeit für die nächste Ziehung und es ist die 28. Okay. Hatte ich die schon? Nein. Gut, dann kommt jetzt als nächstes die 28. So, die nächste Challenge. Ich darf präsentieren Powerblade. Und jetzt haben wir tatsächlich mein Spiel erwischt, was ich nicht kenne. Mal sehen, wie es ist. Ich soll den ersten Boss besiegen, also mal gucken, was so auf mich wartet. Oh, ich muss normal oder Experte wählen. Gut, okay, da wir keinen Schwierigkeitsgrad festgelegt haben, nehme ich normal. Kann man es überspringen? Ja. Sektor 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay. Ich nehme an, Sektor 1 dann. Oh. Okay. Ich kann einen Bogen, Bumerang schießen. Nach oben, unten, links, rechts. Okay. Wow. Hat irgendwie was ein Kontra, oder? Abgründe sind schon mal tot, das war klar. So. Kann man da oben drauf stehen? Man kann im Sprung sich erstmal bewegen. Okay, da kann man nicht drauf stehen. Okay, das Ding ist nicht verletzt. Da, ach doch, wenn es aufgeht, okay. Also da oben ist meine Energie und da oben ist auch noch die Boss-Energie. Also ähnlich wie Castlevania. I see, I see. Das ist doch der Stelle, wo ich angefangen habe, oder? Moment, Granaten? Wie werfe ich die? Oh. Hier mit Select, okay, alles klar. Ich benutze sie dann automatisch. Das Spiel sieht gar nicht mal so schlecht aus, wie ich es erwartet habe. Oh, jetzt kann ich doppelte Bumerangs schießen. Geil. Oh. Ich habe aber keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich habe das Gefühl, ich muss ihn retten. Must be Nova, I'm your contact here. Take this ID card for Sector 1. Good luck. Okay. Also ich musste auf jeden Fall irgendwie... Ich sollte auf jeden Fall treffen. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir wieder hoch. So. Bis jetzt wirkt das Spiel eigentlich recht einfach. Eigentlich bin ich fast tot. Oh, das sieht aus wie eine HP. Ich mich auch. So, was jetzt? Also meine Reichweite ist auf jeden Fall deutlich höher. Wow. Okay. Ach. Hier bin ich. Okay, das war schlecht. Und ich fange von vorne an. Grandios. Gut, ich kenne ja jetzt ungefähr den Ablauf. Das werde ich, denke ich mal, jetzt schnell wieder einholen.
So. Gut. Okay, ich habe eine Granate. Ah, ich habe meinen Doppelbumerang wieder. Aber der ist nicht mehr rot. Weiß nicht, was das heißt mit rot. Okay, hier gleich mal direkt links hoch, weil ich muss ja meinen Kontakt... Wieso ist mein Kontaktmann nicht da? Ah, jetzt ist er rot. Habe ich die ID-Karte noch? Ja, okay. Macht der rote Bumerang mehr Schaden oder wie soll ich verstehen, dass der jetzt rot ist? Ich würde behaupten, dass er mehr Schaden macht. So. Die Reichweite von mir hängt von meiner Energieleiste ab. Die jetzt übrigens voll ist, das heißt, ich habe nicht die Max-Range haben. Ich schätze mal, Max-Range heißt bis zum Ende des Bildschirms. Aua. Aua. Okay. Ah, das hat mich geheilt. Oh, ich habe eine Rüstung. Oh. Ich kann irgendwie scheinbar ein paar Spezialschüsse... Ach nee! Die blocken 3 Angriffe ab, okay. Was? Warum bin ich wieder am Anfang? Weil ich den Kontaktmann nicht getroffen habe? Oh, ich dachte, der bleibt gespeichert. Ist. Ich kann 3 Bumerang schießen, okay. Was ist eigentlich hier? Oh, noch eine Rüstung. Okay. Mist. Ach, während der Rüstung kann ich dauerhaft die Dinger schießen. Oh. Ist also doch Heilung. Mit Rüstung bin ich deutlich mächtiger. Die kann auch durch Wände schießen. Granate. Also die Reichweite dieses Schusses hängt auch von... ab. Oh, die Rüstung ist nicht mehr da. Das ist natürlich schlecht. So. Was soll ich jetzt hier tun? Ach so, die Dinger, darauf kann ich stehen. Okay.
Gut, und jetzt? Eieiei. Ist das Spiel von denselben Entwicklern wie Castlevania? Würde mich nicht wundern. Die Fledermäuse sehen gleich aus. Oder nahezu gleich. Die Mechaniken sind auch sehr, sehr ähnlich. Oh, lecker Burger. Runter? Oh. Was zur Hölle? Gorillas. Lock Release. Okay. Ah, das wird der Boss sein. Okay, er kann sich verteidigen. Ich sterbe. Jo. Das war schlecht. Das war mein letztes Leben. Okay, ich weiß auf jeden Fall schon mal, wie es zum Boss geht. Und ich weiß jetzt auch, wie der Boss funktioniert. Grandios. Trotzdem muss ich jetzt wieder bis zum Boss spielen. Oh. Da geben wir unser Bestes, bis dahin nicht getroffen zu werden. Da fällt mir ein, die Rüstungen sind ja nicht mehr da, ne? Schade, die könnte ich gut gebrauchen. Hm. Oder sind sie jetzt... Ne, es ist ja auch alles gespeichert. Ah, die ist doch wieder da. Okay. Ja, als ob ich da hinspringen würde. Ach, ich kann auch nach oben schießen mit den Teilen. Natürlich wäre diese Rüstung beim Bosskampf extrem geil. Aber ich bezweifle, dass ich es bis dahin hier erhalten kann. Schon wegen den Dingern hier. Oh. Kann ich die verbessern? Ich weiß es nicht. Ja, das war schon mal scheiße. Wurde schon wieder getroffen. So. Okay. Die Reichweite maximiert.
Jo, noch habe ich meine Rüstung. Ah, die habe ich ganz vergessen. Und da ist er weg. So. Oh, ich hab ihn besiegt. Das ging ja schnell. So. Ich würde sagen, das war's. Ich hab den ersten Boss besiegt. Und damit auch diese Challenge geschafft. War ein interessantes Spiel. Vielleicht spiele ich das sogar tatsächlich mal durch. Keine Ahnung. Bis zur nächsten Challenge. Ciao.